einiges hier bei uns auch in Berlin heißt. Die Berliner Schildbürger sind wieder da, was heute unser Thema sein wird. Und wir schauen natürlich erstmal nach Stuttgart, nochmal im Nachrichtenüberblick. Und die Schildbürger dort haben jetzt festgestellt, dass ein unterirdischer Bahnhof nur über Tunnel zu erreichen ist und dass der zu buddeln sehr viel Geld kostet, was keiner hat. Und naja, man hat oben schon mal alles weggerissen und entscheidet sich wohl jetzt den Bahnhof gar nicht unterirdisch zu bauen, was natürlich toll ist. Und mit diesen Worten sage ich erstmal herzlich willkommen zur Radiosendung der BGE-Lobby hier bei Alex, dem offenen Kanal für Berlin. Mit den neuesten Informationen aus dem BGE-Ministerium für Agitation und Propaganda. Die Abkürzung BGE steht für das bedingungslose Grundeinkommen, über welches auch wir heute wieder sprechen und informieren möchten. Am Mikrofon sind die BGE, nee Quatsch, ist der BGE-Lobby, ist Micha. Und das mit freundlicher Unterstützung von rockradio.de, denn das Leben ist zu kurz für schlechte Musik. Und wie gesagt, unser Thema heute, hurra, die Berliner Schildbürger sind wieder da. Und im Studio sind die Schildbürgerbeobachter und Schadensbegrenzer Tobias Trommer und Felix Herzog von unterschiedlichen Bürgerinitiativen, beziehungsweise sind sie privat hier und wollen mal so ein bisschen über ihre Arbeit berichten und über diesen täglichen, alltäglichen Wahnsinn wollen wir so ein bisschen sprechen. Hallo Tobias, hallo Felix. Ja, hallo. Hallo. Ich wollte eigentlich erstmal mit Musik beginnen. Und wir haben heute zu Gast Felix und Tobias von verschiedenen Initiativen hier aus Berlin. Tobias, du warst ja schon mal im August bei uns in einer Sendung mit deinem Thema, du setzt dich ein für. Ich setze mich ein für, oder besser gesagt gegen den Ausbau der Stadtautobahn 100. Von Neukölln soll sie nach Treptow und später nach Friedrichshain weitergebaut werden. Und ich koordiniere das Aktionsbündnis 100 Stoppen, im Internet zu finden unter www.100stoppen.de. Hm. Felix, du bist heute privat hier. Wir wollen es so rüberbringen. Du bringst dich aber auch zu vielen Themen ein. Genau, also ich bin jetzt seit ungefähr 10 Wochen aktiv für die Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld. Wir haben ja jetzt erfolgreich die erste Phase, den Antrag fürs Volksbegehren zum Erhalt des Tempelhofer Feldes, so in der jetzigen Form, wie es ist, beendet und abgegeben, die Unterschriften letzte Woche Donnerstag. Und wir hatten einen phänomenalen Start. In 6 Wochen haben wir knapp 34.000 Unterschriften gesammelt und war jetzt 3 Wochen Pressesprecher für die Initiative und für den Verein und bin jetzt seit einer Woche im Vorstandsmitglied. Da wegen der Unterschriften, da komme ich nochmal auf dich drauf zu. Sehr gerne. Wegen was anderem. Tobias, Schildbürgerstreiche haben wir heute so ein bisschen als Sendungstitel genommen. Eigentlich wollten wir versuchen, die Jungs reinzubekommen, die im Moment ja einen Baum besetzt haben, irgendwie um darauf aufmerksam zu machen. Genau. Auf die ganze am 3. Januar in diesem Jahr hat Robin Wood und andere Aktive haben einen Baum besetzt auf der geplanten 100-Trasse in Neukölln. Haben da einfach eine hölzerne Plattform oben hingebaut und waren, die ist so groß, dass da eben halt immer regelmäßig 2 Leute da eben halt oben bleiben können, auch zu Winterszeiten übernachten können. Und das hat unwahrscheinlich viel Schwung in die Prozessbewegung gebracht. Wir haben jetzt also auch viel mehr Zulauf und bei unseren Treffen sind viele Leute und haben viele Aktionen sozusagen geplant. Aber zu Sachen Schildbürgerstreich, da habe ich gleich einen ganzen Sack voll Schildbürgerstreiche in Sachen 100. Das können wir alles noch thematisieren. Also ein Schildbürgerstreich ist die Verkehrsbelastung, die Lärmsachen, die Kosten oder aber auch die Frage, nutzt denn die Autobahn überhaupt jemand oder wie viele Leuten nutzt sie oder wie viele Leuten schadet sie? Können wir alles noch beleuchten. Also jede Menge Schildbürgerstreiche habe ich im Petto. Ja. Wenn wir darüber reden, jetzt nochmal über die Baumbesetzung, sagst du nochmal die Adresse, wo der Baum genau steht? Genau. Wer da Interesse hat, mitzumachen oder... Ja, der Baum, der steht an der Ecke Neuköllnische Allee, Grenzallee in Neukölln. Und jeden Sonntag um 15 Uhr laden wir einen zu einem sozusagen offenen Kaffee trinken, da ist jeder eingeladen, kann mitkommen. Aber unterm Baum. Unterm Baum, genau. Natürlich, wer sich dann engagieren will und das lernt, kann natürlich dann auch gerne mal hochklettern und kann da auch mitmachen. Aber erstmal vielleicht unterm Baum, also wir suchen erstmal Bodenpersonal. Und ja, jeden Sonntag jetzt, der nächste Termin ist der 17.02. und am 24.02. 15 Uhr. Alle Termine findet ihr auf unserer Webseite 100stoppen.de. Ja, und die Jungs, die das da machen, ich habe es mitbekommen, wo die Aktion losging. Polizei war da, wollte räumen irgendwie, aber ging dann gar nicht, weil das steht auf einem Privatgelände, oder? Genau, es steht auf einem Gelände von einem Eigentümer, der hat es erst kürzlich gekauft
und ist jetzt sozusagen selber irgendwie überrascht, dass da die 100 gebaut werden sollte. Das wurde ihm vorher auch nicht verraten. Und er duldet die ganze Geschichte. Und ich glaube, er gibt sich auch rechtlich gegen die ganze Geschichte vor. Also es gibt nicht nur, also es gibt auch Eigentümer sozusagen, die auch gegen die 100 vorgehen. Also wenn ich das immer sehe, interrechtlich vorgehen und so weiter, ich weiß nicht, wir sehen es bei Großprojekten, Flughafen und weiß der Kuckuck alles. Es kommt doch irgendwann immer. Genau. All diese Schlechte durch. Ja, es gab ja einen Prozess, da haben wir auch lange gekämpft, es haben wir auch viele Spenden gesammelt, der BUND hat uns da unterstützt. Wir haben gegen die Autobahn geklagt, oder es haben mehrere Leute geklagt, sogar der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat dagegen geklagt und die Klage wurde, obwohl sehr viele Mängel in der Planung festgestellt wurden, abgewiesen, weil das deutsche Rechtssystem so ist, dass man sozusagen während des Verfahrens diese Mängel sozusagen noch verspricht zu heilen. Mhm. Ein kleiner Erfolg war, dass eben halt von 4 Häusern nur 2 abgerissen werden müssten. Die anderen stehen jetzt direkt neben der Autobahn. Die anderen würden dann neben der Autobahn stehen, wenn die Autobahn, es gibt ja mehr, 2 Bauabschnitte, die geplant sind, von Neukölln nach Treptow und später nach Friedrichshain. Wenn der nächste Bauabschnitt dann nach Friedrichshain gebaut werden soll, dann müsste eben halt die beiden anderen Häuser auch abgerissen werden. Mhm. Wir vertiefen das gleich noch ein bisschen, beziehungsweise eigentlich interessieren mich mehr diese was am Rand eben halt für Schildbürgerstreiche und so weiter alles das laufen. Aber ich möchte mal nochmal einen Felix erst nochmal mit rein, mehr in die Sendung reinholen. Felix, du bringst dich ja jetzt unter anderem zum Tempelhofer Feld eben halt ein. Also ich war selber natürlich auch schon mal auf dem Tempelhofer Feld. Es ist ja der pure Wahnsinn, du stehst dann an einem Ende und kannst sozusagen den Horizont am anderen Ende mitten in der Stadt sehen. Das ist irgendwo, das ist ein tolles Gefühl, das ist eine freiheitlich, ein Durchatmen, ein man kann es nicht beschreiben und es ist wichtig, dass das erhalten wird, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall, also du hast gerade zwar gesagt, man kann es nicht beschreiben, aber hast es sehr schön umrissen, mir geht es da genauso und diese Freiheit, diesen großen Raum möchten wir auf jeden Fall erhalten und ich glaube, dass auch in der Berliner Bevölkerung das Tempelhofer Feld noch gar nicht so ganz angekommen bzw. entdeckt worden ist. Und ich hoffe auch, dass durch unsere Aktivitäten und das, durch das ganze Volksbegehren und dadurch, dass wir es in der Presse platzieren und thematisieren, dass auch viel mehr Berlinerinnen und Berliner das Tempelhofer Feld für sich entdecken und auch diesen Freiraum nutzen und erleben dürfen. Und bei dieser Unterschriftenaktion ging es jetzt direkt nochmal um was für einen Inhalt? Also es geht konkret darum, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird, also dass es so erhalten bleibt, wie es ist, dass es auch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wird, sieht jetzt unser Gesetzentwurf vor. Nur dass von den Randbereichen außerhalb, da gibt es so einen Ring, nochmal so eine kleine Straße, ein Taxi Gateway heißt das, glaube ich, dass da außerhalb so Sachen passieren können, wie jetzt auch schon passiert, so Urban Gardening Sachen, dass man dort grillen kann und dass weiter Kunstprojekte dort entstehen können und auch so ein gewisser Freiraum schon vorhanden ist. Und aber so im inneren Bereich soll erstmal oder soll nichts passieren, soll als weiterhin auch als Vogelschutzgebiet dienen. Und insgesamt hat natürlich auch das Tempelhofer Feld eine sehr wichtige klimatische Funktion für die Stadt. Also das Feld kühlt sich ab, wenn keine Wolken in der Nacht drüber sind und sorgt dafür für viel Luftaustausch und saugt quasi oder bläst die Luftverschmutzung aus der Stadt raus. Ja, also wirklich dafür sich einzusetzen, dass wir weiter eine der grünsten Städte, weiß nicht, Europas. Ich glaube, die grünste Stadt. Oder die grünste irgendwo, denke mal auch, weil das ist ein Ziel, wo man sich einsetzen kann. Ich würde jetzt erstmal die nächste Musik spielen. Die hat sich der Klaus gewünscht, der natürlich wieder im Hintergrund hier mit filmt. Und mir ist gerade noch ein alter Witz von Otto eingefallen, wo die Frau Surbier gefragt wurde, und Sie leben ja jetzt schon viele Jahre hier an der Autobahn, hat es denn irgendwelche Folgeerscheinungen für Sie? Und die junge Dame sagte immer, nein, 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 nein. Ja, auch das war wieder wichtig einmal zu betonen. Und man hat irgendwo so den Eindruck, dass die Schildbürger ausgezogen sind,
ganz Deutschland oder weiß ich nicht, der ganzen Welt das Fürchten zu lernen, denn der Wahnsinn findet überall statt. Stuttgart 21, Großflughafen Berlin und wie gesagt Projekte wie die A100 und Tobias Schildbürgerstreiche. Erzähl mal ein paar. Also der erste Schildbürgerstreich ist die Verkehrsbelastung. Es gibt eine Prognose für die Verkehrsbelastung im Jahr 2025 für Berlin und die besagt, dass der Autoverkehr innerhalb der Stadt um 11% sinkt, dafür aber der Fahrradverkehr steigt. Und dann frage ich mich, wozu baut man Autobahnen? Also da kann man vielleicht schlecht mit dem Fahrrad langfahren. Und es haben auch nur ein Drittel der Menschen, genauer gesagt 324 von 1000 Einwohnern in Berlin überhaupt ein Auto. Also was macht man mit den anderen? Aber wir können ja mal ins Detail gehen. Vielleicht sind es ja einfach noch zu wenig Autos. Ja, ja. Dann gehen wir mal für die Autofahrer. Was würde denn die Autobahnverlängerung für die Autofahrer bedeuten? Die bestehende 100 ist mit, ich glaube, 186.000 Autos pro Tag die am stärksten befahrene Autobahn von ganz Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt schon Stau. Und wenn man die Autobahn verlängert, dann kommen natürlich noch mehr Autos da drauf. Ist ganz logisch, weil es wollen ja noch mehr da drauf fahren. Das heißt, es wird auf der Autobahn noch mehr Stau geben. Und am Ende der Autobahn, da gibt es eine Kreuzung, Stralauer Allee, Ecke Elsenbrücke, die ist heute auch schon so stark belastet, dass es regelmäßig Stau gibt im Berufsverkehr. Da kommen nochmal 12.000 Autos am Tag dazu, zu den 65.000. Das heißt, wir haben dann am Ende der Autobahn auch nochmal mehr Stau. Das heißt, man baut für 500 Millionen aktuell, wahrscheinlich wird es noch teurer, 3,2 Kilometer Autobahn, um einfach nur Stau zu verstärken. Das ist eigentlich der größte Schildbürgerstreich, wenn man sich einfach mal mit den Zahlen, die wir haben, beschäftigt. Wo soll die Autobahn jetzt im Moment eigentlich enden? Oder soll sie nicht eigentlich mal als kompletter Ring um Berlin oder innerhalb Berlins rumgehen? Ja, für den kompletten Ring gibt es gar kein Geld, ist auch nicht geplant. Der aktuelle Abschnitt soll vom Dreieck Neukölln losgehen bis zum Treptower Park. Und später soll er weitergebaut werden unter dem Ostkreuz durch. Da wird jetzt schon eine Tunnelvorbereitung gebaut für 10 Millionen Euro bis zur Frankfurter Allee. Also da wird also auch schon ein Tunnel gegraben, wo man noch überhaupt keine Pläne hat. Diese Vorbereitung kostet 20 Millionen Euro und es bewirkt, dass der Ostkreuzumbau ein Jahr länger dauert. Und es werden vollendete Tatsachen nicht schaffen. Naja, ich meine, Berlin ist ja nun die Stadt der ungenutzten Tunnel. Es gibt ja einen Verein, der diese ungenutzten Tunnel nutzt. Hier auch im Gesundbrunnen ganz in der Nähe gibt's also schon, ist es also historisch irgendwie. Wir werden also noch ein paar Kilometer Tunnel dann, ungenutzte Tunnel da mehr dazu bekommen. Ja, je nachdem, welches Reich gerade an der Macht ist. Genau, baut wieder seine eigenen Tunnel. Fantastisch. Gut, aber ich denke mal, Tempelhofer Feld wird es keinen Tunnel geben. Weiß man nicht, auf was man Ideen, weil das ist eine schöne Freifläche, kann man schön frei buddeln eben halt. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube nicht, dass es da einen Tunnel gibt. Also die Ideen gehen eher so von unserer Seite in Richtung, dass ein altes Flussbett wieder aufgegraben wird. Und dann natürlich, also soweit wir, ich bin da jetzt so, also ich habe noch nicht den kompletten Überblick, aber habe so gemerkt, die ganzen Leute, die da sind, die sich engagieren oder engagiert haben und die jetzt auch sich wieder zusammengefunden haben, dadurch, dass wir die konkrete Aktion hatten, dass was passiert ist mit dem, also was heißt Aktion, also den die Unterschriftensammelsache, sind jetzt wieder viele Leute aufgetaucht und jeder bringt irgendwelche Geschichten und Erfahrungen mit und da ist so eine ganz hohe Schwarmintelligenz da und da jetzt die ganzen Informationen zusammenzusammeln, was es alles möglich ist, was nicht möglich ist, insbesondere was von Senatsverwaltung geplant ist, mit diesem Segelsee, wie es jetzt letztens in der Bildzeitung hieß, ist anscheinend gar nicht wirklich möglich, so nach dem, was ich gehört habe von Experten, dass ein See muss mindestens 10 Meter tief sein, damit es eine natürliche Rotation gibt, damit es nicht umkippt und also wir sprechen eigentlich oft so vom Mückentümpel, was da entstehen soll und die Bildzeitung oder anscheinend auch in der Pressekonferenz war das so eine Randnotiz von Seiten der Senatsverwaltung, dass da dann Jugendliche mit kleinen Segelbooten segeln lernen können und dass man das als Tauchersee benutzen kann. Das sind alles so auch absurde Ideen, wie zum Beispiel eine Wellenanlage wurde jetzt ins Gespräch gebracht, um Touristen anzuziehen fürs Tempelhofer Feld. Aber das Tempelhofer Feld, da entstehen jetzt schon so viele neue Sportarten, es ist an sich attraktiv genug und wir brauchen, glaube ich, auch nicht mehr Touristen in der Stadt. Also die kommen auch schon so. Die kommen auch so. Berlin ist attraktiv genug, auch für Leute, die hier neu herziehen. Wir brauchen nicht irgendwelche absurden Attraktionen. Das Feld kann so genutzt werden, wie es ist und
Das sind jetzt ganz neue Sportarten entstanden hier in der Stadt mit dem Landkiting und Landsurfing. Das sind so tolle Dinge, die komplett leider verschwinden würden, wenn das es jetzt zur Parklandschaft oder und bebaut werden soll. Bebaut wird. Und, ja. Und das heißt also wirklich nicht für Touristen eigentlich, sondern wirklich ein Feld für die Bürger. Ja, genau. Dass sie sich dort so ausagieren können, wie sie es für richtig halten. Auf jeden Fall, genau. Und wenn das Wetter gut ist, dann schnell raus. Viele Leute gehen ja auch hin, wenn das Wetter besonders schlecht ist oder windig ist, also das typische Berliner windige Wetter, gehen sie raus und haben da Spaß mit ihren Segel. Und mit den Drachen und so weiter. Und das kann man eine vielfältige Nutzung auf jeden Fall. Mir fällt gerade noch eine andere Nutzung ein. Irgendwo außerhalb von Berlin, ein Stück weiter weg, steht so eine Riesenhalle, die ganz wenig genutzt wird. Vielleicht können wir die Halle auf diese Fläche stellen, dann wäre die mitten in Berlin ein riesiges Spaßbad, sozusagen Spaßbad draus zu machen. Aus also, dem Gelände. Sprichst du auf den Flughafen an? Nee, noch weiter weg. Ach so, die Tropical Island. Genau. Ich wollte das nur nicht sagen, diese große Halle eben halt, wo viele nicht rauskommen. Ich weiß nicht, Zugverbindung ist, glaube ich, eingestellt irgendwie oder hält da gar nicht mehr. Der Bus ist jetzt noch länger und also irgendwo alles, ja. Ist für mich auch einer der riesigen Schildbürgerstreiche, das Ganze. Auf jeden Fall, ja. Lass uns ein bisschen Musik wieder machen. Du hast als zweiten Titel uns hier, ist ja dann schon der dritte, aber der zweite von dir. Genau, ich habe die neue CD von Tokotronic mitgebracht. Die CD heißt Wie wir leben wollen, finde ich einen sehr schönen Titel. Ich kenne mich leider noch nicht wirklich aus mit welches Lied auf welcher Nummer ist und würde vorschlagen, einfach ein random Lied zu nehmen. Ich finde alles toll. Ja, puh, warte mal, dann gucke ich jetzt mal einfach. Es sind drauf 17 Titel. Sag eine Nummer. 13. Dann nehmen wir die 13, dauert einen kleinen Augenblick. Und wenn sie dann genommen ist vom CD-Player, feuern wir sie einfach ab. Ja, und wir haben die Zeit jetzt hier wieder genutzt, um im Hintergrund ein bisschen zu diskutieren, haben gerade festgestellt, dass ja doch die Projekte sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite soll etwas verhindert werden, ein Wahnsinn, auf der anderen Seite soll etwas Wundervolles aufgebaut werden mitten in der Stadt. Und trotzdem gibt es aber so ein paar Gleichnisse auch wieder aus Sicht Schildbürgerstreiche und was es so am Rande alles an Unmöglichkeiten eigentlich gibt. Was haben wir da noch weiter an Themen? Ja, also ich komme mal mit dem nächsten Schildbürgerstreich, den würde ich bei der 100 mit Lärm und sozialen Auswirkungen umschreiben. Zum einen sind die bestehenden Stadtautobahnen die größten Krachmacher der Stadt. Es gibt Lärmkarten, wo man einfach sieht, da ist einfach tiefrot und mehr Lärm gibt es eigentlich gar nicht in Berlin. Zum anderen weiß man, wurden auf den bestehenden Stadtautobahnen der Lärm das letzte Mal in 70er Jahren gemessen. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wie stark der Lärm ist und viele Leute haben auch gar keinen Lärmschutz. Also es gibt zum Glück eine Untersuchung von 2010 von Topos, die sozialen Auswirkungen der Stadtautobahnen. Und man hat untersucht, wer wohnt denn eigentlich noch an Stadtautobahnen. Und das Ergebnis ist nicht verwunderlich. Es wohnen Leute, die sind viel ärmer als die anderen. Es gibt Leute, die meisten Leute, die dort wohnen, haben kein Einkommen oder ein geringes Einkommen oder nur sehr geringe Renten. Sie wohnen in Wohnungen, die nicht saniert sind. Die Mieten sind aber nicht viel weniger, nicht billiger als woanders. Das heißt, da leben Leute, die nicht mehr wegziehen können. Die leben sehr lange dort, die Gegend verslammen. Also eine ganz, ganz furchtbare Geschichte. Und die neue Autobahn soll zwar mit Asphalt gebaut werden, der lärmmindernd ist, allerdings hält diese Lärmminderung nur 5 Jahre. Ist die Frage, was passiert danach? Und es ist wahnsinnig teuer und es ist die Frage, ob diese Geschichte sein muss, denn die Autobahn wird nur gebaut, weil Berlin kein Geld hat. Deswegen muss es eine Autobahn sein, weil das Geld dann vom Bund kommt. Man könnte eigentlich auch eine Straße bauen, dort könnten dann auch Fahrradfahrer langfahren oder Fußgänger langspazieren. Und die würde auch viel weniger kosten, aber dafür hat Berlin auch kein Geld. Das heißt, man gibt viel mehr Geld aus, bloß weil Berlin völlig pleite ist, um dann eben halt eine Autobahn hinzusetzen, die völlig überdimensioniert ist. Das Geld von woanders sozusagen herzuziehen. Ja, man bedient sich und ich meine, die Leute in Bayern, die werden auch langsam wach und kriegen mit, dass da dieser Länderfinanzausgleich für
einfach völlig verschwendet wird. Ja, was ich sage mal, andersrum ist es doch kein Problem. Eben halt, Leute können ja eben halt an den Stadtrand ziehen und dann können ja Autobahnzubringer gebaut werden. Das ja, geht ja dann auch wieder, ne? Ja, ist die Frage, ob man das mit der Autobahn organisieren muss oder nicht. Also ist die, sowieso die Frage, wie gestaltet man den Verkehr der Zukunft? Wir haben uns damit auch beschäftigt und das Ergebnis ist auch ganz klar, es geht auch ohne Auto. Also andere Städte machen es uns vor. London hat eine City-Maut eingeführt und seitdem ist London viel lebenswerter in der Innenstadt. Und da stört sich auch keiner dran, weil die Leute kommen auch mit anderen Verkehrsmitteln dahin. Das hat auch den Touristen keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, es ist viel attraktiver, weil nicht mehr so viel Lärm und Gestank in London ist. Also ich hab einen sehr großen Schildbürgerstreich, den ich eigentlich sehe, den wir alle Bürger ja auch intensiv betreiben oder sehr viele von uns. Wenn man sich mal in eine Straße hineinstellt und mal die Autokolonne, die da parkt an der Seite, wenn man die Werte mal zusammenrechnet, mal für eine Straße, dann mal vielleicht für eine Stadt, für ein ganzes Land, für einen ganzen Planeten, was da für Werte einfach nur stehen. Genau, man kann es ja so sagen, jedes Auto wird 23 Stunden am Tag steht es nur rum. Man spricht von Rundenverkehr, was reine Demagogie ist. Ja. Und dann fährt auch in jedem Auto, was meistens mindestens 4 Plätze hat, meistens nur eine Person. Es gibt ja auch so eine Bilder, ein Bus oder eine Straßenbahn könnte eben halt eine ganze Straße voller Autos einsparen. Überhaupt, was man mit diesem Geld für intelligente Technik, ja. Verkehr... Auch Individualverkehr. Ich bin leidenschaftlicher Autofahrer. Ich möchte auch individuell fahren, nur nicht da, bei dem, was jetzt passiert. Also ich habe da keine Lust, hier in der Stadt und überhaupt im Land gar nicht mehr. Aber intelligente Systeme, die mir das Auto vor die Tür sagen, weil ich mal den Moment, welches brauche, ja, und so weiter. Also, ja, meine Hoffnung ist da auch auf jeden Fall, dass es weiterhin mehr Carsharing gibt und uns auch, wie du gemeint hast, intelligenter gelöst wird. Die Möglichkeiten gibt es natürlich über Internet und Smartphones auch dann weiter in der Zukunft, dass es mehr genutzt wird und auch nicht nur Autos geteilt werden, sondern auch zum Beispiel Bohrmaschinen braucht jetzt auch nicht jeder Haushalt oder jede WG, kann man ja intelligent nutzen oder sagen, okay, hier, ein bestimmter Freundeskreis kann es von mir aus zum Beispiel über Facebook organisiert verliehen bekommen, dass man da insgesamt mehr zu einer Gesellschaft kommt, die einfach die weg von einem Eigentum, von einem harten Eigentum kommt, geht, sondern dann hin zu einer Teilgesellschaft im Prinzip. Ja. Problem ist immer, da denken dann viele wieder in Richtung Kommunismus gleich. Aber ich denke mal, das braucht man nicht, sondern wirklich weg von dem Eigentum oder gemeinschaftliche Nutzung der Ressourcen. Denn ich sage mal andersrum, der Planet ist irgendwann ausgeplündert. Es geht auch um einen neuen Mobilitätsbegriff. Also ich meine, wie organisiert man die Mobilität? Welche Mobilität braucht man? Wie macht man auch, können die Leute vielleicht auch dort arbeiten, wo sie wohnen in der Nähe? Muss man dieses Pendlertum fördern, also diese Zersiedlung? Das wurde ja bisher auch steuerlich gefördert, dass man möglichst weit auf der grünen Wiese sein Häuschen baut. Autofahren wurde auch steuerlich oder wird immer noch steuerlich gefördert. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, die im Bewusstsein sich auch gerade ändern. Ich denke mal auch, es ist in Bewegung. Ja. Ist mir selber alles immer zu langsam, logisch. Und für mich als BGE-Lobbyist ist noch was anderes mit sehr entscheidend. Ich sehe immer diesen Wahnsinn, der vormittags oder früh und nachmittags stattfindet, dieser Sprung zum Erwerbseinkommen. Ja, dass ich muss immer zu irgendeiner Arbeit hin, die ich ja eigentlich nur mache, um eben halt Geld zu verdienen. Nicht, weil ich sie mache, weil ich sie will und so weiter. Und dadurch ist sie nicht in meinem Fluss. Denn eine Arbeit, die ich gerne mache, die mache ich in meiner, wie soll ich sagen, in meinem Rhythmus. Ja, und da fahre ich, wann ich möchte. Und meistens ist diese Arbeit auch eventuell in meiner Region, in meiner Gegend. Ich muss gar nicht diese Sprünge machen. Und wenn wir uns ansehen, wie manche 1 oder 2 Stunden irgendwie zu ihrem Arbeitsplatz hinfahren müssen und wieder zurück, das sehe ich noch als großes Problem an, dass eigentlich mit einem Grundeinkommen dieser Wahnsinn auch aufhören würde. Und dann finde ich es natürlich schön, können wir aus der Autobahn natürlich einen schönen breiten Radweg machen. Passiert ja ab und zu, oder? Ja, aber die Autobahn ist leider, also die Trasse, auch dieser Tunnel, der jetzt gebaut wird, ist leider sehr unpraktisch. Also da gab es auch Ideen, ob man den Straßenbahn dort drauf fahren lassen könnte und so weiter. Es ist eigentlich nicht sinnvoll, da was anderes draus zu machen. Also besser, man baut sie gar nicht. Und dann sich über irgendwelche Nutzungen zu unterhalten, ist eigentlich nicht zielführend. Hast du denn eigentlich mal Zahlen, weil ich, immer wenn ich durch so einen Tunnel fahre, überlege ich die Technik. Was da alles drin steckt, die Sicherheitsmaßnahmen, die Beleuchtung, die Belüftung und das kostet doch, der Unterhalt kostet doch ein wahnsinniges Geld. Hat man so irgendwie Zahlen, 1 Kilometer, was das jeden Monat irgendwo kostet? Naja, also der neue Abschnitt von 3,2 Kilometer soll 475
Millionen Euro kosten mittlerweile. Das ist auf den Meter umgerechnet wohl rund 150.000 Euro. Und der Abschnitt, der jetzt gebaut wird, ist nur zum geringen Teil untertunnelt. Zum großen Teil soll er sich in Troglage befinden. Das heißt, er ist offen, weil man eben halt kein Geld hat. Man müsste eigentlich, wenn man fairerweise eine Autobahn durch die Innenstadt baut, den komplett untertunneln. Aber das ist extrem teuer. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wenn der Autobahnabschnitt dann weitergebaut werden sollte Richtung Friedrichshain, dann müsste man einen Doppelstocktunnel bauen in der neuen Bahnhofstraße. Und mit etwa den gleichen Techniken wie damals in Köln, wo man die U-Bahn gebaut hat, wo dieses Stadtarchiv eingestürzt ist. Das heißt, um dieses zu verhindern, werden diese ganzen Tunnelbauten also auch noch teurer, weil man muss ja noch mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit sowas nicht mehr passiert, weil die Grundwasser- und die Bodenbeschaffenheit ist in Berlin ähnlich wie in Köln. Also über die Summen kann man gar nicht mehr sprechen. Wir merken es bei Stuttgart 21, dass diese Tunnelbauten viel teurer werden, als man plant, dass immer Probleme auch auftreten, die man vorher nicht bedacht hat. Es wird bei den 475 Millionen nicht bleiben. Ja, mir kommt es manchmal vor wie ein politischer Kindergarten. Ja, das ist auch noch der Schildbürgerstreich. Wie werden denn solche Großprojekte überhaupt durchgedrückt? Sie werden künstlich schön gerechnet, dann wird versucht, das durchzudrücken. Die Politiker beschließen das, geben das grünes Licht dazu. Dann wird ein Planfeststellungsbeschluss gemacht und dann wird der, was jetzt im Juni kommen soll, ein symbolischer erster Spatenstich gemacht. Das heißt, man schickt die ganzen Aufträge raus, man macht das Projekt relativ teuer, wenn man es abbrechen möchte, das sehen wir bei Stuttgart 21, also man macht es faktisch unumkehrbar und dann hat man kein Geld. Und dann kommt die Nachricht, ja, die Kosten verdoppeln sich. Das wird also auch bei der 100 kommen, wenn der erste Spatenstich geschehen sollte, dann werden wir sofort die Nachricht kriegen, dass das Projekt teurer wird. Ich denke mal, da war das früher mit dem Pyramidenbau leichter. Wahrscheinlich, ja. Ja, man hat einfach die Sklaven genommen und gesagt, macht. Ja, und heute muss man tricksen, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, um unsere Befürwortung zu bekommen und so weiter. Aber das Prinzip ist doch eigentlich irgendwo dasselbe. Nur, dass wir nicht noch selber, noch nicht. Aber gut, okay, da wollen wir jetzt nicht so das unter vertiefen. Wer mal so die Schildbürger aus dem Auge verloren hat, die Geschichten und so weiter, einfach mal bei Wikipedia reingeben, einfach mal Schildbürger dort zum Beispiel eingeben. Da habe ich die Liste einfach mal rausgenommen und war wieder selber überrascht, was das alles so mal gab. Auch die Geschichten mit Till Eulenspiegel früher und so weiter. Da sollten wir die 100 auf jeden Fall hinzufügen. Genau, ich denke, da können wir ganz viele Projekte. Felix. Wir spielen wieder eine Musik von dir. Mhm. Heute nehmen wir dich mal mehr als Musikredakteur sozusagen. Du hast mir die Nummer 9 jetzt rübergereicht von der anderen CD. Genau, von Jackson 5 nochmal, was ich am Anfang gespielt habe. Eine neue Weilheimer Band. Alles klar. Alex, guckste, hörste, kriegste. Gibt es denn noch eine schöne Geschichte irgendwie ums Tempelhofer Feld herum? Noch einen schönen Schildbürgerstreich oder was dir da so einfällt? Also, ja, was fällt mir spontan ein, was bisher gewesen ist? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich versuche so ein bisschen, zu überlegen, was wir dann zukünftig damit machen können. Und wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht einen Flohmarkt organisieren, ob wir Konzerte veranstalten und uns einfach auch kulturell nochmal ganz anders nutzen. Wie kann ich dann als Bürger Ideen reinbringen? Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich hätte eine Idee, was man da machen könnte und so weiter, wo kann ich mich hinwenden, wie funktioniert das? Also uns geht es jetzt erstmal darum, dass wir dem Senat ganz klar sagen, hier stopp, wir wollen hier keine Bebauung und es eben als Landschaftsschutzgebiet im inneren Bereich ausweisen. Und ansonsten kann sich jeder natürlich beteiligen bei uns. Wir treffen uns alle 2 Wochen im Plenum. Die Informationen sind zu finden auf THF für Tempelhofer Feld. THF100.de, also wenn man danach googelt nach der Initiative 100% Tempelhofer Feld, findet man eigentlich immer die aktuellen Informationen und da ist jeder herzlich eingeladen, zum Plenum zu kommen, um einfach da auch die Meinung zu sagen oder einfach ein Angebot zu machen, hier, ich möchte irgendwie was machen, macht jemand mit und da können natürlich auch nochmal ganz neue Ideen entstehen, wie es denn dann weitergeht. Also das sehe ich so eher, dass die Perspektive, dass in 5 oder 10 Jahren dann nochmal das Feld auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht genutzt werden kann, durch eine neue Art von Bürgerbeteiligung. Also euch geht es wirklich erstmal um eine Grundsatzentscheidung? Uns geht es erstmal darum, dass gar nichts passiert. Und ich glaube, da sind wir auch ziemlich gleich mit der A100-Initiative. Erstmal stoppen und dann mal gucken, was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger wirklich wollen. Hm. Tobias, wie sieht es bei euch aus, A100, die nächsten Aktionen oder so, ist da schon was
wieder im Petto, weil du machst ja auch da immer irgendwie genau. nicht mit Radfahr-Events und Skater-Events rundherum oder... Naja, es gibt halt, wir haben halt die unterschiedlichsten Demos bisher gemacht, Rad-Skater-Demos, es gab auch Flashmobs, wo sich Leute als Unfallopfer geschminkt auf eine Kreuzung gelegt haben. Cool. Es gab auch eine Demo, wo wir faule Äpfel vor das Rote Rathaus gelegt haben und Herrn Wovereit und Frau Junge-Reier überreicht haben. Also es gibt sowohl witzige als auch ganz ernste Aktionen. Unsere Webseite lautet a100stoppen.de, da stehen die alle drauf. Wer sich informieren möchte, da kann man sich auch einfach eine Mail schicken, dann kriegt man das auch per E-Mail. Und ansonsten wollte ich nur zum Thema Bürgerbeteiligung sagen, die Autobahn wird seit den 30er bis 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geplant. Als die Mauer dann wieder aufging, 1989 hat man die Pläne wieder aus der Schublade oder aus der Mottenkiste hervorgeholt. 1992 wurde der jetzige Abschnitt angefangen mit Planen. Wir haben es also 20 Jahre später und es gab an Sachen Bürgerbeteiligung nur 4 Wochen, wo man seine Einwendung schreiben konnte. Das heißt, die Bürgerbeteiligung ist eigentlich nicht vorgesehen. Das ist die absolute Veräppelung. Es ist eigentlich nur so eine Beruhigungspille fürs Volk. Und wir fordern diese Bürgerbeteiligung von Anfang an. Ja, da kann ich nur sagen, da würde sich oder muss sich die BGE-Szene eigentlich anstrengen, damit wir das Grundeinkommen endlich durchbekommen, damit die Menschen aus dem Hamsterrad rauskommen und sich auch selber mehr mit einbringen können in die ganze, ins Leben sozusagen, ins normale Leben. Aber ich sehe auf die Uhr, es ist schon wieder die Zeit vorbei. Wir, die BGE-Lobby, bedanken uns wieder bei unseren Zuhörern und bei rockradio.de sowie bei Alex Berlin. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Studiogästen Tobias Trommer und Felix Herzog. Dankeschön fürs Kommen. Ja. Wer unsere Live-BGE-Radiosendung verpasst hat oder sie sich noch einmal ansehen möchte, kann dies gerne auf unserem BGE-Kanal bei YouTube tun. Klaus von Kikma Film Berlin hat die Sendung wieder auf Video mit aufgezeichnet und lädt sie in ein paar Tagen dort hoch. Die Sendeverantwortung hatte auch heute wieder BGE-Lobbyist Michael Fieltsch. Und wenn ihr übrigens selber sozial engagiert seid und euch mit eurer Initiative einmal bei uns im Radio vorstellen möchtet oder auch zum oder sogar gegen das bedingungslose Grundeinkommen etwas Wichtiges zu sagen habt, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Unsere E-Mail-Adresse lautet kontakt@bgelobby.de. Hier bei Alex, dem offenen Kanal für Berlin, geht's gleich weiter mit Musik für die schönsten Jahre. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder am 21. Februar um 14 Uhr. Und ich sage einfach mal Tschüss. Tschüss. Während deinem Kopf geschaut und dich aus meinem Traum gebaut. Deine Haut ist kühl und weich, deine Augen sternengleich. Und sie schauen mich spöttisch an, weil ich nicht Süßholz raspeln kann. Manchmal möchte ich dich verführen, dich nur mit meinem Blick berühren, weil du so zart bist. Und was ich am liebsten spür, bevor ich mich im Traum verliere, ist, wie du atmest.